Moin Moin, liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zurück zum LS19 zusammen mit Nano und Victor. Grüße! Moin! Und Hast du gerade Spatzfreunde gesagt? Sportsfreunde Also, ups. oder Furzfreunde. Keine Ahnung, was du gesagt hast, deswegen habe ich ja Nee, nee, nachgefragt. Sportsfreunde. Oh, ich sehe gerade, wir kommen gar nicht an den, Ja. an unser Lager ran. Hä? Wie an unser Lager. An welches Lager? An unser Getreidelager. Wir können da nichts auslagern. Wieso? Wir kommen nicht an das Rohr. Ach Mann. Scheiße gesetzt. Verkaufen. Ja, dann geht das Ja. gesamte Korn verloren. Dann Was wird dann das ist. mitverkauft. Dann wird das mitverkauft zum günstigsten Preis. Egal, da müssen wir es umsetzen, weil wie gesagt, das ist doch jetzt gerade Ich blöd guck dann. mal eben, ob wir das hinkriegen. Automatische Breite und Versatz von Halt. so viel, Gerste mit okay. Strohablage? Ja, auf die Großwelt hatten wir gesagt, mit Strohablage. Da könnte man nämlich noch Verdammt, pressen. ne, kriege ich nicht versetzt. So, wie war das jetzt? Automatische Breite, das war jetzt. Gut, dann packe ich erstmal den einen Teil des Roggens in den Seedmaker. So, jetzt muss ich nur kurz ein Stück fahren, damit er die Linie findet. Mal kurz das Menü auf. Linien zeigen habe ich doch immer auf angehabt. Verarsch mich doch nicht. Moin, Schieber. Bin Jetzt heben wir den mal. ich jetzt bekloppt oder kann ich da? Frag lieber Na, nicht. wie geht's? Soll doch gut überstanden? Bestanden? Ach, egal. Du weißt, was ich meine. Spurführung an Gelenkewinkel Moin, ausrichten, Genie. Satz automatisch umkehren. Genie? Hi. Wer ist ja die Schuldige? Wieso? Wie? Ja, sie ist eine der wenigen, die wahrscheinlich immer das Auto, das mit Ja. dem automatischen Motor. Sie nutzt den automatischen Motorstart am ehesten. Mhm. So, wie war das jetzt nochmal? Ist So besser am rum. Arsch. Naja, das ist eure Meinung, dass man es nicht braucht. So, jetzt habe ich hier die Linie aber richtig. Was hatte ich Jungs, hier? Mädels, nicht Roggen, streiten, Roggen, liebhaben, Roggen. umarmt euch. Was ist nervig? Alles. Hat da nichts damit zu tun. Zum Bahnhof. Also ja, ich habe mich ja schon daran gewöhnt, immer den Motor an- und auszumachen, automatisch dementsprechend. Aber es ist einem dann aufgefallen. Damit das Wetter richtig rechteckig wird, muss ich hier noch mal kurz drehen. Ach ja, ach ja. Versatz umkehren an. So. Aber wie war eure Woche eigentlich so? Oh, eigentlich ganz ruhig. Du hattest ja irgendwie gesagt, dass du jetzt in Dingens gehst, Kurzarbeit ne? In ist. Kurzarbeit, ja. Ja, das ist noch die gesamte nächste Woche dann leider so. Naja, spielt uns eigentlich so ein bisschen die Karten, ne? Ja, Sondern. aber so gesehen kannst du nicht sagen, du bist die ganze Zeit zu Hause, hast sowas wie Urlaub. Die könnte ich auch noch anrufen und sagen, wir haben jetzt doch noch Bedarf. Aber abwarten, Tee trinken.
Das ist natürlich wahr. Vanva fehlt mir. Dir könnte jetzt Sachen erzählen. Rund 20.000. Übrigens, Quadro, Genie, ich habe Global Company geupdatet. Das müsstet ihr dann im Mod-Hub einmal updaten dann. Ich bin auch gerade schon eine Linie gefahren. Wieso hat er das nicht... Ich habe zu lange nicht mal mit GPS rumgespielt. Ich bin noch 15 Meter gefahren. Was hat der denn? So. Wieso ist Linie zeigen jetzt wieder auf aus? Ach, GPS verarscht mich doch nicht. Kurz mal in die Steuerung reingucken. GPS an, öffne, Punkt setzen ist nach links, automatische Breite. Tun wir mal. Hallo Stefan. Löschen. Wow, wozu bringe ich den jetzt her? Ich hab mir ausgeholfen, weil du ja nicht da warst. Ach so. Ach, jetzt habe ich ja natürlich gerade. Aber wie gesagt, deswegen. Ja. Hast du das Ding versetzt schon, das Lager, oder nicht? Nein. Ja, dann mach das mal, versuch mal das leer zu kriegen, wenn du es schaffst, irgendwie ranzukommen und dann, ja. Klar, ich fahr mal kurz dann durch ein Gebäude, was massiv ist. Ja. Ja, ja, nee, ist klar. Ja, da bleibt uns im Endeffekt nichts anderes übrig, als das, zu verkaufen. Was wir drin haben, zu verkaufen, ja. Na gut. Können wir froh sein, dass wir noch nicht so viel drin haben. Ja, wir haben 266.000 Liter. Genie, das ist eine gute Idee. Stimmt. Was hast du denn? Könnte man echt mal probieren. Was denn? Das alte alte erstmal stehen lassen, neues hinsetzen. Und das alte dann abreißen, wenn das neue steht, damit eventuell der Bestand übernommen wird. Würde es theoretisch nicht reichen, wenn wir eine Silo-Erweiterung hinstellen? Gute Frage. Stefan, du klangst gerade ein bisschen komisch. Ja, ein bisschen kratzig. Okay, das tut mir natürlich leid. Das kostet 250.000, das Geld haben wir aktuell nicht. Ne, ich verkaufe das und dann... Oh, sorry, ist besser. Ja. Ich glaube, an den Ecken müsste ich hier nochmal kurz ein bisschen Korrekturen vornehmen. Ja, an Ecken und Rändern muss ich hier nochmal Korrekturen vornehmen. Und wie will dann... Okay, wir brauchen rund 15.000. Ach komm, scheiß drauf. Da. Dann doch Kredit. Ja. Haben wir wenigstens einen kleinen Puffer. Nee, da muss ich nochmal zurücksetzen. Oder mache ich das aber ganz einfach? Stell das. Passt das jetzt? Ja, das sollte etwa passen. So. Ja, passt immer noch nicht. Was passt nicht? Ach, mit dem Flug. Okay. Das Ausrichten bei den Ecken. Da brauchst du ein bisschen Geduld für. Ja, ist dann halt jetzt so. Kann man jetzt nicht. Ist das so, die Ecken sind jetzt so wild. Dumm und schief sein.
Hauptsache die Fläche passt und die Ränder sind gerade, nicht schief. Gerade im Sinne von einem Feldabweichung, also was da hier beim Flügen immer macht. Oder wirklich schnurgerade? Wirklich schnurgerade. Okay, da muss ich nochmal drüber, weil schnurgerade hat er das dann doch nicht gemacht. So, währenddessen kann ich schon mal eigentlich die Dinge drüber laufen lassen. Gleich. Und den, eigentlich? Das die Sämaschine. Und Quarto, bei mir wird heute irgendwie spontaner 12, 13 Stunden Stream draus. So, A-Punkt und dann der ja, B-Punkt. Ja, 6 Stunden Assassin's Creed habe ich ja schon hinter mir. Damit haben wir den GPS gesagt, wo es lang soll. Warte mal, Nana, bevor du die Saatmaschine anschmeißt, hier auf Feld 20, das muss doch noch gepflügt und gekalkt werden. Komplett? Ja, schau mal auf die Karte. Dann lass mal lieber. Wobei. Ach, das Begradigen der Ränder können wir auch noch später machen. Ach, ein Brüderchen, wenn du schon Wow schreibst, ja, ein Hallo würde auch schön, würde ich auch schön finden. Ah ja, hast du das was zu essen zu holen? Jetzt hat er den Versatz wieder nicht umgekehrt. Ja, könnten wir theoretisch gleich mal kalken. Ich habe gestern geholt. Und der Spruch mit wieso immer ich, kannst du dir knicken, das ist mein Markenrecht, ja? Nee, das Account hat schon jemand anders. Wie ist das? Was los? Ich hasse GPS. Das, warum auch immer der die Anzeige der GPS-Linien, die der verfolgt, nicht drin lässt. Das kann ich dir auch nicht sagen. So, haben wir da irgendwo Kalk stehen? Nee, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Und dann hole ich mal ein bisschen Kalk. Drücken wir mal den Flug. X. Kalk. Das sind 2000. Wie viel passen hier rein? Glaubt ihr, ich schaff das mit? Nee. Scheiße. Mir wird zu klein. Und Traktor zu schwach. So. Bei dir Traktor zu schwach, bei mir Mehlwerk zu klein, ja? Mähwerk zu klein. Ich gebe gleich Mähwerk zu klein. Ja, schau mal! Da stehen noch 5 Meter über. Gefühlt. Musst du mal besser rangieren. Ganz einfach. Gerade was auf. Da sagt mir andauernd, ich habe keinen Zugang zu diesem Land. Okay. Auf der Map sind bei mir ja auch die Felder 33, 20 und 1 nicht rot, sondern weiß. Hä? Ja. Hä? Guck mal bei mir in den Stream. Auf der Minimap sind die Felder nicht rot markiert, die Zahlen. Das ist nur bei der 34 so. Interessant. Hat mal neu.
ist strange. Ich guck mal kurz. Warte mal, sonst. Ja, die Felder gehören uns angeblich nicht mehr. Die könnten wir kaufen. Hä? Ja, stimmt was nicht. Ja. Starte neu. Also du, nicht wir. Das komplette Spiel oder meinst du nur nochmal neu joinen? Nochmal neu joinen. Ja, das ist das Einzige, was man machen könnte. Okay, aber sonst könnte ich ja sonst könnte ich das Land ja auch nicht bearbeiten. Richtig. Lass uns erstmal auf Nacht die Folge verschieben, weil wir sind bei 15 Minuten. Das passt ja dann. Richtig. Die Zeit haben wir noch. So, jetzt habe ich hier 6000 Liter Kalk. Dann werde ich damit schon mal über das Feld hüpfen. Ja, das dauert ja nicht lang. Nö. Also ich sag mal so, GPS-Mod mag zwar gut und schön sein, aber halt, ob das überhaupt geht, wenn wir noch nicht gepflügt haben, ist die Frage. Ja. Sicher. So sicher bin ich mir da nämlich nicht. Halt, warte, stopp. Guck mal jetzt bei Escape im ersten Tab. Nur wo gepflügt ist doch der benötigte Kalk. Auf Wiese geht das nicht. Stimmt. So gut GPS ist, so scheiße geht's mit Flügen. Weil die ja beim vorn dann 9 Bahn den Versatzumkehr haben. Dann kalke ich erstmal nur Feld 20, so. Ganz einfach. Und du kannst das, was Victor abgeerntet hat, ja auch schon kalken. Das Feld 1 benötigt es auch. Ja. Nee, der muss erstmal Heu einsammeln. Na gut, dann halt das Heu einsammeln. Heu. Trockenes Gras, getrocknetes Gras, getrocknetes Gras. Was? Ja, heu. Dam. So. Ja. Idee. Aber was bei dir da jetzt letzte Woche los war mit deinem Kanal, verstehe ich auch nicht. Beziehungsweise die letzten Tage, das war nicht letzte Woche. Was war los? Mein Kanal wurde gesperrt. Hä? Ja, angeblich wegen Spambetrug oder irreführender Werbung. Keine Ahnung, wer sich da einen Scherz erlaubt hat. Ob das durch eine Meldung eines Zuschauers kam oder warum auch immer. Aber mein Kanal war fast weg gewesen. Hast du es dann geklärt wenigstens? Ja. Hat sich nach einer halben Nacht eigentlich schon geklärt. Die haben das nach 6 Stunden wieder freigegeben. Aber haben die irgendwas dazu noch geschrieben gehabt? Nö, nur dass das halt nicht korrekt war, die Sperrung, und dass da jetzt wieder freigegeben ist, mehr nicht. Ja, das ist sowieso so merkwürdig, aber naja. Ja, wie gesagt, wenn die dich jemand meldet, die sperren dich erstmal und dann schauen, und dann musst du dich ja melden, um das zu klären. Wenn du dich nicht meldest, kann nichts geklärt werden. Welche irreführende Werbung, bitteschön. Das frage ich mich auch. Ich habe nie Werbung auf meinen Kanälen geschaltet. Und wenn, dann war das nur durch irgendwelche Collet-ID-Treffer von Musik.
wenn überhaupt. Nee. Das wird wahrscheinlich Werbung von unter anderen Kanälen. Damit wird das unter anderem gemeint. Okay. Ich habe mich nie unter anderen Kanälen beworben. Also nie unter anderen Kanälen da geschrieben. Sowas habe ich noch nie gemacht. Ja, aber solche Sachen gibt es. Leider, ja. So, dann schauen wir mal. Oh. Zeigelinien soll anbleiben. Wieso macht er das immer aus, wenn ich... GBS verarscht mich doch jetzt nicht. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute. Ja, viel geschafft habe ich leider nicht mit dem Feld. Ja, tut mir leid. Alles gut. Kleinen Moment, ich will mich nur noch mal neu ausrichten auf der Linie hier. Dann geht das hoffentlich seinen Gang. Und Autopilot an. So, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaut das nächste Mal wieder rein. Wir machen jetzt erstmal nur 5 Folgen für jede Woche, Montag bis Freitag. Das kommt vor allem Nana gut mit seinem Uploadplan. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, hoffe ich, hat euch Spaß gemacht. Schaut mal bei der noch vorbei. Sie wiederhole ich mich so wieder. Macht's gut. Jetzt habe ich die Schallplatte. Ciao.